Federn vom Windelstuhl, das war ein Busch mit Schnett. Er war am Ort mit Bürgern, die Mädel in einem Brett. Der Brüder vom Windelstuhl, der war bei uns bekannt. Bei mir wird der Kino im ganzen Bayernland. Auf dem Tanzbund und im Wirtshaus, wo der Burschen sauber aufmischt, den sie haben auf ihrem Zorn gehabt, weil die Mädel auf ihrem Flirn. Ihre Schützenkönig geworden ist, war der Fürst der zweite Sieger. Dies werd ich dir nie vergessen, dies wirst von mir heimzukriegen. Der Brüder vom Windelstuhl, das war ein Bursch mit Schneid. Er war am Mann für vier Bäume, die Mädel in der Freit. Der Brüder vom Windelstuhl, der war bei uns bekannt. Bei mir wird der Kino im ganzen Bayerland. Holla rot, jo, jo, la rot, die Rippe, jo. Holla rot, jo, jo, la rot, die Rippe, jo. Holla rot, jo, jo, la rot, die Rippe, jo. Holla rot, jo, jo, la rot, die Rippe, jo. Vor der Alten sind der Hütten oder wem der Fürst der Klauer hat schon so lang den Verdacht gehabt, dass er zu sein Töchterl kommt. Oder geschossen, hat ein junges Leben ausgelöst. Und das Mädel, wohnt sich traumlos, hat wo jetzt das Wetter steht. Der Brüder vom Windelstuhl, das war ein Busch mit Schneid. Er war ein Mannsbühl wie ein Bäum, die Mädel in der Freit. Der Brüder vom Windelstuhl, der war bei uns bekannt. Bei mir wie der Kino im ganzen Bayerland. Grüß Gott am Tegernsee, liebe Zuschauer. Grüß Gott im wunderschönen Bayerland. Genauer gesagt im bayerischen Oberland in Oberbayern. Der oberste hierzulande, das ist der Wahlberg. Er hat diesem Schiff seinen Namen gegeben und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Informationen über dieses weiß-blaue Juwel. Der Tegernsee ist 9 Quadratkilometer groß bis 72 Meter tief. Und so richtig in Mode kam er Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals kaufte Bayernkönig Max I. das ehemalige Benediktinerkloster und machte es zu seiner Sommerresidenz. Um den Hofstaat gebührend zu unterhalten, wurden pompöse Seefeste veranstaltet, die Berge illuminiert und für die Musik sorgte einmal sogar der Teufelsgeiger höchstpersönlich, Niccolo Paganini. Auch wir haben musikalisch einiges zu bieten, so den Tölzer Knabenchor, die elegante Anna-Maria Kaufmann, die faszinierende Larissa Storogow und die gestandenen Mannsbilder vom Gebirgsmusikchor Garmisch-Partenkirchen. Außerdem begrüße ich seine königliche Hoheit, Prinz Leopold von Bayern. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
zu Gast in Rottach-Egern. Und hier darf ich Ihnen nun drei Herren vorstellen, die wie viele andere Künstler den Tegernsee zu ihrer Wahlheimat gemacht haben. Das ist der Schriftsteller und Satiriker Ludwig Thoma. Ihm zur Seite sein Freund und Jagdgefährte, der Heimatdichter Ludwig Ganghofer. Und schließlich ein Opernstar von Weltformat, der Tenor und Kammersänger Leo Slezak. Nicht nur seine außergewöhnliche Stimme, sondern auch seine Schlagfertigkeit werden heute noch gerühmt. Bei einer Aufführung des Lohengrin wurde der Schwan so schnell an ihm vorbeigezogen, dass er nicht aufsteigen konnte. Darauf fragte er ganz lässig in die Runde: Entschuldigen Sie, wann geht der nächste Schwan? Auch heute noch ist Rottach-Egern ein Treffpunkt der Prominenz. Hotels der Extraklasse und noble Restaurants verwöhnen den Gast, aber nicht unbedingt die Brieftasche. Die Schokoladenseite des Ortes ist der sogenannte Malerwinkel, das alte Zentrum am See. Mit dem spitzen Kirchturm, ein Motiv wie aus dem Bilderbuch. Wie oft es schon mit Pinsel und Farbe verewigt wurde, das kann mit Sicherheit niemand zählen. Wo führt der Weg nun hin? Das kann nicht sein, dies ist nicht unser Ziel. Alles war gut, du glaubtest an mich, ich glaubte an dich. Sicherheit gibt es nicht. Was ist zu tun, wenn ein Traumbild vergeht? Wie schafft man bloß, dass man dies übersteht? Was wird nun geschehen? Es ist nicht leicht zu verstehen, denn ich tat vieles für mich. Du sollst nie mehr von mir gehen. Ich brauche jetzt nur dich. Schau in mein Herz, schau in mein Herz. Bei mir, es tut doch weh, wenn man mich hier so sieht. Ich zeige dir, was auch immer geschieht, dass alles bleibt. Es ist nicht leicht zu verstehen, denn ich tat vieles für mich. Du sollst nie mehr von mir gehen. Ich brauche jetzt nur dich, schau in mein Herz, schau in mein Herz, schau in mein Herz. Ich darf nun einen Gast aus dem deutschen Hochadel begrüßen, aus dem Hause Wittelsbach. Seine Vorfahren haben 800 Jahre in Bayern regiert. Er ist mit Kaiserin Sisi verwandt und der Märchenkönig Ludwig II. Ist sein Ur-Ur-Ur-Großonkel. Herzlich willkommen, Prinz Leopold von Bayern. Sie haben eine Eigenschaft, die man in Königshäusern eigentlich nicht vermutet. Sie haben sozusagen Benzin im blauen Blut. Wie wird ein Prinz zum Rennfahrer? Ja, da muss ich ziemlich weit zurückgreifen. Ich habe mit 5 Jahren in einem Schloss zu meinen Großeltern eben Hohenzollern, das ist in Umkirch bei Freiburg, habe ich meine ersten Fahrversuche auf einem VW Käfer gemacht, und zwar auf dem Schoß des Chauffeurs. Dann mit 8 Jahren habe ich dann das erste Mal einen der Chauffeure bestochen, indem ich ihm 50 Zigaretten in die Hand gedrückt habe und gesagt, dafür möchte ich jetzt den Schlüssel haben, ja. Und habe dann meine ersten Fahrversuche im Schlosspark gemacht. Gab es eine Situation, wo es so richtig gefährlich wurde, wo Sie gedacht haben, ich lasse es lieber mit dem Gasfuß? Ja, es gab es selbstverständlich. Ich bin ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gefahren und überhole einen Kollegen
Und bin dann aber irgendwie, und da ist ein Filmriss, von der Strecke abgekommen, habe mich dreimal überschlagen und habe mir dabei ziemlich wehgetan, habe mir von den fünf Fingern vier gebrochen. Und da habe ich schon überlegt, jetzt werde ich irgendwann mal aufhören, weil ich habe ja auch eine große Verantwortung zu Hause. Ich habe vier Kinder und das war schon eine Überlegung wert, da aufzuhören. Die schnellen Autos sind das eine, ihr Traditionsbewusstsein das andere. Wenn Sie nun im Ausland jemand fragt, warum sind Sie stolz auf Bayern, was antworten Sie dann? Ja, natürlich ganz spontan sofort, weil ich natürlich immer oft gefragt werde, wie ist denn Bayern, ist natürlich die Tradition, das Land selber, die Gemütlichkeit der Menschen, die Essensgewohnheiten, Weißwürstel mit der Brezen, dann ein Leberkäse und natürlich dazu ein gescheites Bier. Und es liegt eben auch sehr zentral. Man ist sofort in Österreich, man ist sofort in Italien. Wir haben Seen. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer und einfach auch die Tradition und die Gemütlichkeit, das ist, was Bayern so ausmacht. Königliche Hoheit, Prinz Leopold, herzlichen Dank für das liebenswerte Gespräch. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei allem, was Sie so tatkräftig anpacken. Nur vielleicht bleiben Sie noch ein wenig. Der nächste Beitrag wird Sie sicherlich interessieren. Es geht nämlich um Pferdestärken. Ja, das interessiert mich natürlich immer. Geschmückte Pferde, Kutschen und Landauer, soweit das Auge reicht. Das ist der Rosttag in Rottach-Egern. Und schuld daran sind die Kräuter. 1968 nämlich verboten sie einem Rottacher Fuhrmann die Teilnahme an ihrer Leonardi-Fahrt, weil sein Einspänner zu bürgerlich erschien für ländliches Fest. Worauf der Fuhrmann seinen eigenen Umzug ins Leben rief und damit aufs richtige Pferd setzte. Der Rosttag ist mittlerweile zu einem weithin beachteten Großereignis geworden. Iban Laurin Ziper Kim Mancini Tiena daher Dir ein Getanz mit mir, kriegst ein Scherzbrot dafür. Hiniba doem, heriba doem, urudlori, ai ho, heri ahu, dai koen, urudlori, ulieru, olara, ulieru, heri lulara, ritri, heri lulara, ritri, heri lulari. Dien ei wird na geistig, hüridlori, ei ho, Bömmer wird hirsch und pick, hüridlori, 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 hüridlori. Wer gut behütet sein möchte, der sucht am besten das kleine Geschäft von Gottfried Schätz auf. Grüß Gott, Herr Weber. Grüß Gott, denn hier gibt es Kopfbedeckungen vom Feinsten, seit über 200 Jahren. Ich habe mich für einen Original-Tegernseer Jägerhut entschieden. Und den fertigt für uns heute die Tochter Doris, so wie sie es vom Vater gelernt hat. Ausgangspunkt ist ein sogenannter Hutstumpen aus Loden. Der wird eingeweicht, ausgewrungen und anschließend mit Dampf erhitzt, damit er sich leichter bearbeiten lässt. Dann kommt der Rohling auf eine Holzform und schön langsam nähert er sich dem endgültigen Aussehen. Nachdem das Ganze getrocknet wurde, folgt der letzte Schliff mit dem Bügeleisen. Schließlich wird die Kordel angenäht und je nach Wunsch gibt's einen Gamsbart drauf oder eine Feder.
Bitte schön, Herr Weber. Danke, Herr Schätz. Und wenn man den Tegernseer Jägerhut dann aufgesetzt hat, sollte man ihn auch gleich wieder ziehen. Aus Respekt vor so viel Handwerkskunst. Hat Ludwig Thoma seine letzten Jahre verbracht. Er war Anwalt, Journalist und Schriftsteller. Und er wetterte mit Vorliebe gegen Spießbürgermoral, Scheinheiligkeit und die hohe bayerische Politik. Als Kind wurde er von einem Internat ins andere geschickt. Immer über Kreuz mit den Lehrern und der Geistlichkeit. Nachzulesen in den berühmten Lausbubengeschichten, wo der Knabe Ludwig die Fenster der Schule einschmeißt, Spielzeugschiffe in die Luft jagt und Katzen mit Knallfröschen ärgert. Auch als Erwachsener ließ er es noch gerne krachen. Als der passionierte Jäger wieder einmal auf die Pirsch ging, waren auch Frauen vom Forstamt im Wald. Sie pflanzten Setzlinge, ernteten nebenbei Beeren und unterhielten sich lautstark. Dabei vertrieben sie einen kapitalen Bock. Thoma war stocksauer, zerschoss ihnen den Beerenkorb, den sie auf einen Baumstumpf abgestellt hatten, und ging zufrieden nach Hause. Ob Ludwig Thoma heute auf einer Wolke schwebt und Halleluja singt, ist übrigens nicht sicher. Vielleicht ist er ebenso aus Gottes Gefilden geflohen wie sein Dienstmann Aloysius, der berühmte Münchner im Himmel. Der pfeift ja bekanntlich auf die ewige Seligkeit und hockt lieber im Hofbräuhaus. Wundervoll ist dieser Morgen, wenn sich die Sonne erhebt. Frei fühlt das Herz sich von Sorgen, alles ist glücklich, was lebt. Wo ich immer am schönsten es finde, das ist dort bei der uralten Linde. Das Korn schwankt ganz leise, ein zartes Tempfind. Die Vöglein, sie singen, wie froh sie heute sind. Wundervoll ist dieser Morgen, wenn sich die Sonne erhebt. Frei fühlt das Herz sich von Sorgen, alles ist glücklich, was lebt. Munter murmelt er wach seine Weise,
und ich folge ihm auf seiner Reise. Er führt mich durch lichtgrüne Auen ins Tal. Weiße Sterne, sie leuchten in endloser Zahl. Wundervoll ist dieser Morgen, wenn sich die Sonne erhebt. Frei wird das Herz sich von Sorgen, alles ist glücklich, was lebt. So ein Morgen im blühenden Leben kann das Herz in den Himmel erheben. Dies Bild öffnet zum Paradies dir das Tor. Und du stehst wie im Märchen verzaubert davor. Das ist Leonard Walch, seines Zeichens Metzgermeister. Und er zeigt uns nun, wie ein bayerisches Grundnahrungsmittel entsteht. Die Weißwurst. Erfunden wurde sie 1857 in der Münchner Gaststätte zum ewigen Licht. Und zwar aus der Not heraus. Dem Metzger Josef Moser waren die Schafsdärme für die Kalbsbratwurst ausgegangen. Und so füllte er die Wurstmasse, das sogenannte Brät, kurzerhand in Schweinedarm. Weil die aber beim Braten geplatzt wären, garte der Sepp die Würste in siedendem Wasser. Als dann die Notlösung auf den Tisch kam, löste sie bei den hungrigen Gästen helle Begeisterung aus. Hier im Batzenhäusel klären wir zuallererst die Frage, warum heißt die Weißwurst eigentlich Weißwurst? Weißwurst ist. Das leuchtet ein. Am Guten. Dankeschön. Bitteschön. Serviert werden die Weißwürste traditionell zum zweiten Frühstück, zur sogenannten Brotzeit. Früher durften sie das 12-Uhr-Läuten nicht erleben, weil sie zu verderblich waren. Bei den heutigen Kühlmöglichkeiten kein Problem mehr. Dafür ist der Verzehr immer noch streng geregelt. Wer eine Weißwurst mit der Haut oder dem falschen Senf verzehrt, ist augenblicklich als Preuße enttarnt. Also am besten längs aufschneiden, das Brät herauslösen und mit süßem Senf genießen. Dazu gönnt sich der Fachmann eine Brezen und ein anständiges Bier. Prost! Seit neuestem kann man bayerisches Bier aber nicht nur trinken, sondern auch essen. In der Confiserie Criollo wurde nämlich die Bierpraline erfunden. Zusammen mit einem Braumeister und einem Apotheker hat man das streng geheime Herstellungsverfahren ausgetüftelt. Ergebnis? Ein edelhopfiges Gusto-Stückerl in feinster weißer Schokolade. So richtig zum Reinbeißen. Na denn, Prost und Mahlzeit. Wann du durchgehst durchs Tal, wenn du jauchst noch am Morgen, dass ich dich noch mal höre, vielleicht noch ein bisschen mehr, oder rein und die Rhein. Versteh, dass sie weiter soll gehen, oder
Die Geschichte des Wildbades Kreuth begann der Sage nach mit einem Jäger, der eine weitwunde Hirschkuh verfolgte. Zu seiner Verwunderung sah er, wie das Tier in einer kleinen Quelle Heilung suchte. Der Jäger erzählte die Begebenheit den Hirten und Bauern im Kreuther Winkel. Und bald pilgerten auch die zur Wasserstelle, um dort zu gesunden. 1511 wurde ein erstes Badehaus errichtet und fast 500 Jahre lang war die Quelle zum Heiligen Kreuz ein Magnet für Heilungssuchende. Darunter auch österreichische Kaiser und russische Zaren. 1974 wurde das Kurhaus zu einem Bildungs- und Konferenzzentrum umgebaut. Nun findet hier immer zu Dreikönig die Klausurtagung der CSU statt, auf der beraten wird, wie man Politik machen kann, ohne baden zu gehen.
Unweit des Tegernsees liegt das schmucke Städtchen Bad Tölz. Vor 160 Jahren wurden hier heilsame Jodquellen entdeckt. Ein einträglicher Badebetrieb entstand und die Tölzer dachten, besser kann es gar nicht kommen. Dann aber schlug eine Woge des Verbrechens über der Stadt zusammen und ein Fernsehkommissar muss seitdem alle seine Pfunde in die Waagschale werfen, um die Übeltäter zur Strecke zu bringen. Die Stadt hat eine neue, gewichtige Attraktion. Und ob Sie es glauben oder nicht, der Bulle von Tölz verkehrt sogar regelmäßig hier im Kurhaus. Auch Sie können sich jetzt kriminalistisch betätigen. Und zwar bei unserer Preisfrage. Gesucht sind die bayerischen Landesfarben. Und die finden Sie am ehesten bei einem Weißbier unter blauem Himmel. Schicken Sie die Lösung an den Saarländischen Rundfunk, kein schöner Land, Postfach. In 66 142 Saarbrücken. Einsendeschluss ist heute in einer Woche. Und das können Sie gewinnen. Jeweils eine Woche Aufenthalt inklusive Frühstück für zwei Personen. Entweder im Vier-Sterne-Hotel Bayern in Tegernsee oder im Vier-Sterne-Hotel am Sonnenbichel in Bad Bissee oder im Drei-Sterne-Posthotel Kolberbräu in Bad Tölz. Sein und er kam von sehr weit her. Wenn er seine Lieder sang, verstand mein Herz ihn sehr. Von Moskau, seiner Heimat, erzählte er mir stundenlang. Immer wenn dies Lied erklang, war ich von ihm gebannt. Spiel noch ein letztes Mal für mich das eine Lied, das nur die Sehnsucht kennt und das ich so sehr lieb. Wenn du auch gehen musst, zurück ins ferne Land, werd ich dich lieben mein ganzes Leben lang. Wenn du auch gehen musst, zurück ins ferne Land, vergess ich nie den Balalaika-Klang. Wenn er mich zärtlich ansah, vergaß ich, dass die Zeit verrinnt. Erinnerung nur blieb zurück von unserem viel zu kurzen Glück. Spiel noch ein letztes Mal für mich das eine Lied, das nur die Sehnsucht kennt und das ich so sehr lieb. Wenn du auch gehen musst, zurück ins ferne Land, werd ich dich lieben. Fallen
Springen und die Mädchen singen, alles jubelt froh. Bunte Bänder schweben zwischen hohen Reben auf dem Hut von Stroh. Nun sind wir ganz oben angekommen, auf dem 1722 Meter hohen Wallberg. Und die Aussicht ist absolut der Gipfel. Das gesamte Bayerisch-Oberland liegt einem hier zu Füßen. Man kann dieses Panorama übrigens auch im Flug genießen. Denn der Wallberg ist ein Eldorado für Gleitschirm- und Drachenflieger. Auch ich muss bald die Fliege machen, denn meine Sendezeit geht wieder einmal zu Ende. Und wenn ich einen letzten Blick hinunter ins Tal werfe, dann fällt mir ein Satz ein, der wunderbar hierher passt. Wenn ich an See sehe, brauche ich kaum mehr mir. Damit sage ich Danke fürs Zusehen und wünsche Ihnen wie immer bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Oh.